Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Kettle im Kopf. Wie gesprochen, ich bin jetzt im Hof gesprungen und wenn jetzt nochmal die Zeit bis 10 Uhr springen. Dann werden wir uns einen Drescher ausleihen und Händler für den Rest des Tages bis abends um 6 Uhr ungefähr. Für 8 Stunden. Also in den 15 Tagen, nee. Null. Jetzt haben wir das früh um 6 Uhr. Also 4 Stunden. Ja. Das haben wir am besten Tageslicht, ne? Irgendwo anlegen, ist ja auch die entsprechende Wärme da, ne? Gut paar Wolken. Wir werden mal ganz kurz zum Händler gehen, Menü. Und zwar, hier können wir Leute einstellen. Das heißt, die 3 Sterne. Aber hier, das darf den Lohn, ne? Zwillingsschwester. Naja, macht nichts. Wir haben erstmal keinen Bedarf, in Anführungszeichen, weil mit 2 Feldern brauchen wir nicht probieren, ne? Also wir brauchen den Drescher. Das ist der Glas Jago, den nicht. Den Glas Tucano 570. Gibt es ja nur noch nun den kleinen, ne? Also, aber für den Anfang ist der eh ausreichend. Wir werden den mieten, zwar für, jetzt haben wir 10 Uhr bis Abend um 6 Uhr, müssen alle mit durch sein. So. Maschinenhalle. Den lassen wir mal einen Fahrzeughändler. Muss sowieso fahren. So, mieten für 6 Stunden. Ach ne, doch 8 Stunden, so teuer sind auch nicht. Ich fahre noch was nachzahlen müssen, ne? So, den mieten wir erstmal. Haben wir. So. Ich bin jetzt, wir haben recht große Felder. Anführungszeichen. Hier geht das 39, 12, 30. Das ist der breitesten, den sie jetzt aktuell haben. Gerste, Roggen, Weizen. Das ist genau das, was ich habe. Das bieten wir auch für 8 Stunden. Mieten. Haben wir so ein Fahrzeug zum Treppen schleppen? Wird nicht, ne? Jo. Oh, so ein Fahrzeugdings da. Da kommen wir ohne zurecht. Da haben wir auch 3. Ich brauche den großen, ne? Also, wir haben gleich den großen gezeigt. Gut, das ist ein bisschen schwach. Die Anzeige, naja, gut. Besser wie nix, ne? Und daran denken, bei LS kam es ja 19 erst raus. So. Also wir mieten das auch für 8 Stunden. Ne, die 24 für 8. Hier muss ich mal aufpassen beim Klicken, dass wir natürlich nur einmal klicken, sonst haben wir ihn garantiert öfter. So. Das ist nun gekauft. Gemietet. Ja. Gehen wir raus. Tappen mal durch. Hof, Feld, Drescher. Wenn wir alles laufen müssten, wäre ein Ding, ne? So. Der muss jetzt da rauf. Das heißt, erstmal starten. Nummer C. Ja, hier mal gucken, wo der Anschalter ist. Ja, da links, rechts. So. Ja.
Das muss vorsichtig fahren, ne? Ist dann gemietet. Gemietet, ein Tank ist alles nicht drin. Sollte auch nicht reichen. Aber ich habe überlegt gehabt, Mensch, du kannst doch hier auch einfach Kessel fahren. Na, das machen wir nicht. Wir müssen uns angewöhnen, dass wir hier einen Wagen brauchen. Weil Klaas hat ja nun mal keinen, was die anderen eigentlich halt alle haben, ne? Warum das so ist, das weiß ich nicht, ne? Ich ja meinen, schaut mal da hinkommen, wo wir hinkommen wollen, ne? Wir müssen nur hier vorsichtig fahren, ne? Jetzt wieder müde, gibt's doch gar nicht. Ich hatte befürchtet, dass ich hier müssen ein bisschen texten, ne, ja, müssen rangieren. Wir müssen gleichzeitig den Schneiderswagen anhängen und ein bisschen beiseite fahren. Jetzt möchte ich das nicht. Also der Händler war nicht jetzt auch schon mal anhängen können, ne? Beziehungsweise fertig machen können komplett. Das sind die 8 Stunden ganz gut kalkuliert. Weil ich auch nicht genau weiß, ob das jetzt trocken genug ist oder ob wir da noch was trocknen müssen. Ne? Wenn wir es gleich verkaufen, Runde brauchen wir gleich Geld. Das heißt, beim Hafen abgehen. Ja, eine Option, ne? Oder der Hafen ist es, glaube ich. Keiner gesehen. Beule, LKW. Ich meine, mit der großen Arbeitsbreite ist schon mal nicht schlecht. Gerade die Zeit, das passt. Wir müssen ein bisschen noch ein korrigieren. Ganz gut aus, kurz Bremse anziehen, Handbremse. Ja, das muss passen. Das hat gepasst. So. Schauen wir, dass wir zum Feld fahren. Das heißt, beim Händler gleich rechts, hoch Richtung Hof und dann. Unsere bekannte Strecke. Stroh werden wir nicht sammeln. Das ist mir noch etwas zu umständlich hier von der Bedienung her. Die Aufladen der Strohballen, das dauert allzu lange. Da können ja etliche Folgen Stroh aufsammeln. Das möchte ich so nicht machen. Wenn es später mal mit der Seitenkontrolle mit den Hebel gehen sollte, dann bin ich dabei. Aber aktuell, ich sag mal so, hätten wir so viel Wert und dabei nicht verdienen können mit Stroh. Glaube ich nicht. Verzichten wir darauf. Auf Stroh. Gut, da kann man vielleicht gucken. Mal riskieren, ne? Wir fahren jetzt über zum Feld. Jetzt haben wir Uhrzeit 9:50 Uhr. Position, ne? Wenn es auch geht. Ne. Aber
Warmblinkanlage. Zwei. Wir haben ja hier so eine Funktion, ne? Handbremse. Lenkkonsolen, Rotation. Muss ja irgendwo Tankklappe öffnen und schließen. Tür öffnen. Ja, der Schalter funktioniert nicht. Gut, das macht nichts. Wir fahren mit Warmblink. Muss es auch gehen. Ja, erstmal geradeaus und dann links. Richtung Hof. Und dann noch ein Hof durch und dann ja, durch die bekannte Straße folgen. Also links und dann wieder gleich rechts. Schau mal, ne? So, können wir Gas geben. Ja, das hier Privatgrund, denke ich mal, sich keine Polizei aufhalten. Mikrofon passt, hoffe ich jedenfalls. Ich habe die Maschinengeräusche etwas leiser gemacht. Ich habe das mal neulich mal so gehört und dachte, na, das ist ganz schön laut. Hat ein bisschen die Motorgeräusche gedrosselt. Ne? Das ist schwierig einzustellen. So, das ist Folge Nummer 3. Es ist Montag. Ich wünsche allen einen schönen Wochenstart. Ich hoffe, ihr habt gut das Wochenende überstanden. Das zweite im neuen Jahr. Nochmal für alle einen guten Rutsch, hört mir dazu ein. Ja, ne? Das Beste halt, ne? Dass die Zeiten besser werden. Dass der große Schwindel bald auffliegt. Kommt aber bald. Da geht ja schneller, wie wir denken. Vielleicht gehört es auch mit zum Plan. Man weiß ja nicht, ne? Wir wollen ja den großen Gesetz starten. Das ist manchmal befürchtet, dass das gerade der Auslöser sein soll. Großen Neustart. Ist aber ganz vorsichtig. Da werden viele durch die Raster fallen, ne? Wahrscheinlich. So, im Hof bleiben wir jetzt nicht stehen. Da fahren wir jetzt gleich weiter zum Held. Tacken brauchen wir auch nicht für ein bisschen hier ein bisschen reichen. Katzen zu sehen. Doch rechts, ne? Also da. Mäusejagd, macht das. Genau. Ja, jetzt wollen wir ein bisschen links fahren und dann entlang die Straße vorne rechts. Ist die rechts nicht. Wie gesagt, mit den Karten muss man sich dann gewöhnen. Ne? Das ist ein bisschen schwierig. So, jede neue Karte hat einen neuen Reiz, kann man sagen. Ne? Hier bei der Kreuzung mal aufpassen. Man, die Miete war nicht so teuer, das geht. Ne? Brauchen im nächsten Jahr kein Drescher kaufen. Für ja, fast eine halbe Million, ne? Locker eine halbe Million, ne? Auf geht's. Sicherlich können wir auch andere Straßen nutzen, um dahin zu kommen. Aber ich tendiere mal eine Straße zu nehmen, die ich kenne, ne? So, dann gehen wir schon mal ins Feld. Ach, die Zeit ist. Oh, die Zeit. Aber wir schaffen noch bis zum Feld. Geht bergauf, das müssen wir merken. Wir können Warnblick ausmachen. Ja, die Wiese heißt hier ja, kompakte Folgen zu machen. Nach Möglichkeit. Denn rein theoretisch, wenn die Folgen zu lang sind, ist es nicht günstig für den Algorithmus von YouTube. Wenn voll natürlich voll durchgeschaut werden, eine halbe Stunde rein theoretisch,
könnte man auch eine halbe Stunde aufnehmen. Ohne den Rhythmus, also den Algorithmus zu stören, ne? Aber aktuell ist ja so, das kann ich wohl verstehen, dass ein bisschen Punkt langweilig wird vielleicht. Möglich ist es ja, dass man da sagt, okay, nach 5 Minuten oder so, ich weiß nicht, früher. Ich sehe so, einige gucken recht ausgiebig. Gut, das ist halt so, dass die, einer mal reinschaut, also das ist doch nichts für mich, ne? Okay. Vollkommen in Ordnung. Das ist ja halt so, ne? Wenn man reinschauen, ist immer ganz gut. Als erste Reaktion und danach kann man immer noch sagen, okay, ich länger guck nicht länger. Ja, wir freuen uns, wenn jeder noch mal länger dabei bleibt. Das wird auf jeden Fall für mich was helfen. So, ich hoffe, das wäre schon für heute gewesen. Die heutige Folge. Bremsen mal ganz kurz. Und rollen mal ein bisschen noch weiter. Ja, das sieht aus, wenn es reif ist. Ich hoffe, es reif ist. Sonst noch ein bisschen warten, bis trocken ist. Und das kostet für Miete blöd, ne? Risiko, ne? Ja, merken 90%. So, ich schau. Nochmal, tschüss, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier, ja, Marsch ist schon. Hier, bei Kettle und Kopf. Mir fällt die Karte nicht ein. Irgendwas im Norddeutschland. Tschüss, ciao. Bis nächstes Mal. Tschüss.